WM 2022 in Finnland. Am Sonntag, 22. Mai, hat sich unsere Nummer 10 im Vorrundenspiel gegen Frankreich verletzt. Die Diagnose: Knöchelbruch im rechten Fuß. Für ihn war die WM fertig. Der Tristan Gervais, der ist ja heute humpelnd rausgefahren, hat nicht mehr fertig spielen, und zwar nach dem Jack, den wir hier gerade sehen. Ja, es tut mir extrem weh für ihn vor allem. Er hat schon die Olympischen Spiele verpasst. Jetzt muss einfach jeder noch mehr, die Mannschaft muss noch mehr zusammenrücken, und wir werden ihn schmerzlich vermissen. Nach erfolgreicher Operation ist der Tristan Gervais heute das erste Mal wieder im Training. Ich bin sehr froh, dass ich diese Woche wieder ins Training einsteigen konnte. Nach zwei Wochen kompletter Ruhe, Beine hochlagern, dass natürlich der Spezialist auch zufrieden ist. Und ich bin froh, es fühlt sich sehr gut an. Aber es soll wirklich gut wieder schwitzen. Wie war es für dich, während dem WM-Turnier verletzt auszufallen? Ja, es war ein bitterer Moment. Hat mich sicher recht mögen. Aber wie es halt so ist, wenn du eine Verletzung hast, passiert so schnell. Und dann ist es geschehen. Es war natürlich her, die Jungs zu lassen und nicht mehr auf dem Eis stehen mit ihnen. Aber so ist es. Ich meine, ich bin nicht der Erste und werde sicher auch nicht der Letzte sein, wo so etwas passiert. Das Leben geht weiter. Genau. Jetzt bist du zurück im Training. Was kannst du überhaupt trainieren und wo liegt der Fokus? Ja, also eben, ich glaube, ich kann extrem viel machen. Der Steven, unser Kondi-Coach, mit den Physios zusammen haben für die erste Woche jetzt einen mega guten Plan gemacht. Und durch das, dass ich leider nicht Auto fahren kann, weil es der rechte Fuß ist, komme ich auch nicht jeden Tag ins Stadion. Dann werde ich dreimal in der Woche abgeholt oder die Pfanne bringt mich her. Und ich glaube, es gibt genug Geräte, die ich machen kann für die Beine, die den Fuß nicht belastet. Ich kann viel Rumpf machen, ich kann den Oberkörper trainieren. Ich muss auf die Zehenbeine gehen, für meine Ausdauer zu trainieren. Und ich hoffe, dass ich gleich mal ins Wasser steigen kann und ein bisschen ins Aquagym und dann vielleicht am Abend mit den Senioren dabei bin. Und dann noch die letzte Frage. Beim Meisterschaftsstart, wie sieht es aus? Wirst du da dabei sein? Weiss man das schon? Ja, ich rechne eigentlich schon damit. Ich bin sehr optimistisch. Ich werde so Anfang Mitte Juli den Gips wegnehmen können. Und ich glaube, nachdem sollte es relativ schnell gehen. Sicher nicht überstürzen, aber ich glaube, vielleicht Anfang August kann ich dann sicher auch wieder auf die Einsteigen. Und ich meine, es ist noch genug Zeit, über einen Monat, bis die Saison wieder anfängt. Und dann freue ich mich extrem darauf, mit dem Kondi-Coach und mit allen zusammen einen guten Plan herzustellen. Und dass ich auf dem Niveau bin, wo ich dann sein will. Und ready bin, wenn es hier im Tempo gegen Zoll losgeht.